China ist die Nummer 2 im Club der Milliardäre mit 430 Topverdienern. Indien Nummer 3 hat knapp 100 und Spitzenreiter der Superreichen ist immer noch die USA mit sagenhaften 537 Milliardären. Heute ist 9/11. Amerika war mal ein Vorbild, sowohl wie wir Deutschen wissen, was den Umgang mit Besiegten angeht, als auch mit Flüchtlingen. Im amerikanischen Kongress fand gestern eine bemerkenswerte Diskussion über die Syrien-Krise statt. Der lautstarke Republikaner John McCain, Vietnam-Veteran, sagte, Zitat, das ist ein Massenexodus von Flüchtlingen, die vor Konflikten fliehen, bei denen sich die Vereinigten Staaten seit Jahren weigern, sie anzugehen. Der New York Times-Reporter James Risen meint, mit dem Trauma von 9/11 habe sich sein Land fundamental verändert. Im Feldzug gegen den Terror wurden etliche Millionen den Geheimdiensten in den Rachen geworfen, mit wenig Resultaten und großem Schaden für die Demokratie. Good evening, James Risen. Oder bei Ihnen in Washington ist es, glaube ich, gerade später Vormittag? Yes. Ja, genau, das stimmt. Fast mittags. Fast könnte man sich mit republikanischen Hardlinern wie McCain verbünden, der glaubt, dass Amerika seine moralische Führungsrolle in der Welt verloren hat. Es ist der Teufel los und wo ist Amerika? Das ist eine interessante Frage. 14 Jahre nach dem 11. September ist es so, dass in den Vereinigten Staaten das, was jetzt passiert, ganz anders ist als damals am 11. September, als Amerika gegen den globalen Terror kämpfen wollte. Und heute wollen viele Amerikaner sich zurückziehen. Die Amerikaner sind nicht mehr so interessiert daran, involviert zu sein in Konflikte und Operationen auf der ganzen Welt. Es ist jetzt praktisch eine ganz andere politische Stimmung in den USA. Deutschland nimmt fast 1 Million Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern auf. Nach der Logik Ihres Ministeriums für innere Sicherheit sind das alles potenzielle Terroristen. Sind wir in Europa naiv oder ist Amerika paranoid? Also ich glaube, diese ganze Frage der Migration aus dem Nahen Osten, der Flüchtlinge, das stellt sich in den USA anders dar als in Europa. In Europa ist es sehr kompliziert. Ich glaube, das hat auch mit der ganzen Immigrationsdebatte zu tun. Das ist ja ein zentraler Diskussionspunkt gewesen in der amerikanischen Debatte im Vorwahlkampf. Da geht es um die Migration aus Lateinamerika, aus Mittelamerika. Diese Frage der syrischen Flüchtlinge und der Migration aus dem Nahen Osten, das hat auch zu tun mit der Immigrationsdebatte in den USA, aber auch mit der Terrorismusdebatte. Das ist also eine ganz komplexe Frage geworden. Ich glaube, hier in den USA haben die Leute noch nicht so richtig für sich klargemacht, was als nächstes kommen soll. Das Trauma und der Mythos um 9/11, ist der so stark, dass jetzt so viele Jahre nach dieser Katastrophe, also immer noch ein Krieg und eine Bürokratie gegen den Terror geführt wird? Ja, ich glaube, die USA befinden sich jetzt in der längsten Kriegszeit in der Geschichte des Landes. Seit dem 11. September sind wir in Kriegen gewesen, im Irak, in Afghanistan. Da gab es verdeckte und offene Kampfoperationen oder nachrichtendienstliche Operationen in verschiedenen Ländern. Die gehen von Libyen über den Jemen bis hin nach Somalia, Pakistan ist auch dabei und Syrien ist jetzt natürlich auch in der Gruppe. Das heißt, was damals angefangen hat nach dem 11. September, was damals
praktisch ein Angriff war, ein Angriff auf Al-Qaida, um Al-Qaida zu zerstören und die Terroristengruppe um Osama bin Laden. Das ist jetzt zu etwas Größerem geworden. Das ist fast eine endlose Zeit des Kriegszustands geworden im Nahen Osten, wo wir versuchen, mit einer Weiterverbreitung von neuen Gruppen zu tun haben. Einige dieser Gruppen, die haben sich zum Teil eigentlich nur entwickeln können aufgrund der amerikanischen Aktion. Der IS zum Beispiel. Im Irak könnte man sagen, dass das ein Symptom ist des Konflikts zwischen den Schiiten und den Sunniten, den es gegeben hat seit der Invasion des Irak durch die USA 2003. Und damit entschuldigt man alle möglichen Skandale wie den NSA-Skandal oder auch Attacken gegen die Pressefreiheit. Yes, I think one of the what I wrote about in Pay Any Price. Ja, und darüber habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, um jeden Preis. Da geht es um die ungewollten Konsequenzen des Kriegs gegen den Terror. Nach dem 11. September begann das ja als Suche nach Vergeltung oder Rache gegen Osama bin Laden und Al-Qaida. Und jetzt, 12 bis 14 Jahre später, ist das wirklich eine Suche nach Geld geworden. Da gibt es eine neue Klasse von Söldnern, die ist entwickelt worden in den USA. Und da gibt es einfach Leute, die machen ein Vermögen durch diesen Krieg gegen den Terror. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt eine Klasse von Politikern haben, deren Lebensunterhalt davon abhängt, dass dieser Krieg gegen den Terror weitergeht. Und viele Amerikaner machen heute Geld mit dem Krieg gegen den Terror. Und die hätten einige Schwierigkeiten, wenn dieser Krieg jemals enden würde. Und ich denke, das ist genau das, worüber ich schreiben wollte in dem Buch. Ich wollte einfach mir anschauen, wie viel Betrug und Missbrauch und Verschwendung es gibt dadurch. Und dass viele Leute jetzt in der Regierung Macht gewinnen oder Geld und Reichtümer außerhalb der Regierung durch die Weiterführung dessen, was jetzt scheinbar ein endloser Krieg zu sein scheint. James Risen, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you. Ich danke Ihnen. John Risens Buch Krieg um jeden Preis erscheint am kommenden Montag.